Kapitel 9 Im Schatten des Walds. Erste Regel zum Überleben: Tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. So, dann gucken wir mal. Da ist was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Und willkommen zurück, Tuk Tuk. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Viel Glück. Dir auch. Finde die Universität. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Das werden wir noch früh genug erfahren, habe ich das Gefühl. Kurz, ob ich eben was herstellen kann. Können wir hier ein bisschen sammeln. Jetzt glaube ich spannend. Das Spiel schon die ganze Zeit spannend. Was laber ich für ein Müll? Jetzt wird spannend. Ich finde schön, dass es manchmal ein bisschen auch ruhigere Szenen gibt. Zum Beispiel dieses Ganze mit den Rätseln, dann mit den Ratten in diese Grube zu stecken. Das muss die Universität sein. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Gut, es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Schau gut! Wir machen nur ein paar Sachen. Lass die Teller stehen. Verdammte Bourgeoisie. Da drüben! Ich hab ihn gefunden!
Okay. Ben haben wir gut ausgeschaltet. Und Tuk-Tuki war Arbeit. Alles gebrauchen auf jeden Fall. Wunderbar. Mehr Steine. Oh nein, Ratten. Nicht schon wieder. Vorsicht. Letzter Aufruf. Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis. Was ist das? Weiß auch nicht viel zu tun, aber ich bin so K.O. kommt bestimmt von meinem Wein gestern mit meiner Tante. Ja, das kann sein. Stimmt, hast ja erzählt, dass deine Tante kommt, ne? Holz. Ich glaube, Olli bekommt heute Nacht Albträume wegen den Ratten. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Lasst mich in Frieden! Haut ab! Scheiße! Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Ich glaube, die Ratten sollten uns jetzt eigentlich nichts tun. Wir sind gerade beschäftigt. Jetzt. Hep. Das war der letzte Aufruf. Ich hab dir doch gesagt, dass sie ins Heim drängt. Aber was ist mit Vaters Sachen? Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Lass uns doch hier. Wir kommen später wieder. Ist das überall so?
Hier. Boah, das Spiel ist so fies, ne, mit den Ratten. Ja, kannst du auch. Das kannst du auch. Frankie ist eine ganz liebe Ratte. Ich glaube, wir können rennen gleich, oder? Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Rein mit dir! Bleib da und sei ruhig! Was ist da los? Nein! Das ist mein Mann! Das war dein Mann! Für den ist es... Oh, Gott! Nicht allein! Ich kann doch nicht ohne ihn gehen! Halt Maul! So mal was von Kriegsrecht gehört, willst du etwa noch vor ihm sterben? Er hat recht, Anna. Ich bin ansteckend. Geh fort von hier. Hör auf. Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Oh, Herr, Herr. Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Die Frage ist, wie können wir die Ratten beschäftigt halten? Habt ihr eine Idee? Der Gehängte. Wenn ich ihn da runterhole... Ach, da hängt einer. Okay, den habe ich gerade... Tut mir leid. Gerade so nicht gesehen. Nicht mehr besser. Hey, wo ist der Gehängte hin? Oh nein! Ah, da kam also der Lärm her. Diese verfluchten Ratten haben sich schon auf ihn gestürzt. Oh. Ich wollte gerade sagen, Essen beschäftigt Ratten. Ja, nur irgendwie sind die Ratten nicht auf den losgegangen. Wahrscheinlich, weil ich den Gehängten runtergeholt habe. Die haben sich gar nicht für die andere Leiche interessiert. Ich wollte da gucken, wo der herkam, aber das lasse ich dann doch lieber mal bleiben. Habe ich gerade so spontan entschieden. Sie wurden alle hingerichtet. Warum habt ihr das getan? Er war ein guter Junge. Sein Sohn ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Siehst du die Toten da? Das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als die Ratten. Ohne uns gäbe hier nur Chaos. Ich sollte dich festhalten, aber... Nee. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Dass die Inquisition dich hier rausholt. Wir landen sowieso alle in der Hölle. Wo ist eigentlich dein Bruder? Der ist in Sicherheit. Der ist in Sicherheit. Jetzt suchen wir ein Heilmittel für ihn. Weil er ja krank ist. Und tatsächlich doch nicht immun. Bei ihm dauert es nur länger, bis er drauf geht. Und das wollen wir ja verhindern.
Wo soll ich nur lang? Vielleicht unter dem Galgen durch. Ja, unter dem Galgen durch wäre eine gute Idee, aber auch da sind ganz viele Ratten. Ich könnte vielleicht einen der Gehängten von da oben runterholen. Gut. Ganz ruhig. Denk an Hugo. Das klebt. Higit. Lecker. Das Spiel macht er heute bestimmt noch durch. Ja, ich habe auch das Gefühl. Das Spiel macht echt süchtig. Ich kann gar nicht aufhören. Also ja, wahrscheinlich mache ich das Spiel heute durch. Ja, ich weiß, dass ich ein bisschen zu schnell war. Anderen Gehängten vielleicht auch runter? Also da komme ich nicht durch. Das sind einfach zu viele. Aber den zweiten Gehängten, den könnte ich auch runter machen. Was ist da unter... Oh, nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Ich muss an meinem Glauben festhalten. An meinem Glauben festhalten. Denk an die Schriften. Ad ignem, ad lucem. Was wir hier mit Feigenhunden anstellen. Mist, ich hätte warten müssen. Ich glaube, jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, hier durchzukommen. Außer vielleicht damit. Das war Alchemisten-Trankverschwendung. Ich hätte ihn eigentlich nutzen können als Köder. Ich hätte nur ein bisschen warten müssen, bis er da in der Dunkelheit ist. So. Oh, geschafft. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Aha. Und was ist jetzt daran so lustig, Jason? Ihr müsst ein neues Handy holen. Dann, spätestens dann ist es nicht mehr so lustig, weil es dann wieder ins Geld geht. Weiß nicht, manchmal machst du dich über Sachen lustig, die eigentlich überhaupt nicht lustig sind. Okay. Das ist wirklich witzig. Und kriegt ihr das Handy wieder von denen, oder?
die Universität. Na bitte, weiter. Ich dachte, Wissenschaft wäre im Mittelalter verboten gewesen. Wieso gibt's denn Universitäten? Gab's wirklich Universitäten im Mittelalter? Ich dachte, Wissenschaft und so wäre verboten gewesen. Uff, er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Ist ja nur ein Friedhof, was soll da passieren? Verschlossen. Wenn Melly jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. Die muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Tolle Technologie. Nicht meckern, nicht meckern, nicht meckern. Mein Gott, sind die Ratten wütend. Alles schon mal gut, dass er das Handy wiederbekommt. Aber warum sollten die es auch behalten? So, Tasche. Amicia versteckt ihren Gürtel mit dicken Lederbändern, sodass sie genug Werkzeug bei sich tragen kann, um ihre Ausrüstung aufzuwerten, wo immer sie möchte. Das klingt natürlich auch gut. Das sollte mir die Sache erleichtern. Komm schon, Kumpel, nur ein paar Münzen. Oh, nein! Medikus zum Beispiel. Und natürlich wurden auch Dinge erfunden und nicht alles wurde von der Kirche als gut befunden. Das nannten sie meistens immer Hexerei. Ah, okay. Du hast doch irgendwas dabei. Was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu was. Los. Das wird dich lehren. Wie nett. Es gab auch Lehrer, die eben Sprache gelernt haben und so weiter. Ja, stimmt, irgendwie müssten sich die Völker ja verständigt haben, ne? Da hast du natürlich recht. Ein Fenster, perfekt. Nichts wie weg hier. Puh. Und raus hier. Magister, das Episanguis. Ah, mal sehen. Ich fragen, wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odorless. Oh. Wow. Das ist
ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hä? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es... bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Ja, ich glaube, Defo meinte eher das uralte Beef. Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Nur ein Friedhof mit ganz vielen Leichen und ganz vielen Ratten. Sieh mal einer an. Warum seid ihr so aufgeregt? Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermahlen. Lockt Ratten aus der Umgebung an. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Odorus lockt gerade eine kurze Zeit zur Aufprallstelle des Geschosses an. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Das Episanguis erweitert die Aufwertungsmöglichkeiten von Amishias Ausrüstung. Okay. Ich kann allerdings hier gar nichts machen. Müssen wir hier lang? Verschlossen. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Oh Gott, so viele Ratten. So kommen wir da nicht rüber. Nein! Zu früh losgestiefelt. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Vielleicht hat er sich auch eine Flasche unter dem Tisch gestellt. Olli, du gehst um 17 Uhr was essen. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich darin hochklettern. Vorschlag. Nächste Kapitel.
Im nächsten Kapitel gehe ich was essen. Dann weiß ich wenigstens, wie ich die Videos im Nachhinein schneiden kann. Zuletzt heute Morgen. Vorm Stream habe ich was gegessen. Da muss ich irgendwie rankommen. Nein! Nein! Mensch, zu trinken habe ich. Ich habe einen Energy Drink getrunken heute. Und, ein Karren. Ich muss gleich noch. Ich muss gleich eine Pause machen und was zu trinken kaufen. Beziehungsweise ich habe unten noch Wasser. Aber ich muss trotzdem gleich was kaufen gehen. Ich habe mich Hunger. Und zu essen habe ich zurzeit nicht zu Hause. Heute Morgen ein Sandwich gegessen. Zwei. Aber das war's auch. Da muss ich hin. Nein, nein, nein. Beim nächsten Kapitel mache ich eine Pause. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Wir denn dahin? Das Odorus wird sie nicht. Das ist eine schwere Stelle. Irgendein Karren. Sie hat von irgendeinem Karren geredet. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Was für ein Karren redet die? Ich sehe gar keinen Karren. Seht ihr einen Karren? Der Karren ist gemeint. Die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Thank you.
Achso, da müssen wir gegen Ende hoch, ne? Das heißt, wir müssen den Karren hier runterbringen. Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Boah, sind die Viecher schnell. Muss ich den Karren denn runterstoßen? Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich darin hochklettern. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. So mitten im Tor passt das auch nicht. Ich hole mir ganz kurz was zu trinken. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Okay, habt ihr irgendeine Idee, wie wir das schaffen können? Moment mal, kann ich die da alle in die Ecke locken vielleicht? Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Toll, alle Ratten hat sie leider nicht erwischt. Gut.
Aber so geht's. Wir müssen die alle da in die Ecke irgendwie reinbekommen. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Ach nö. Ja. Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Okay, wir haben es geschafft. Wunderbar. Das war äußerst diskret. Gut, nur noch etwas weiter. Ha, wunderbar. Na bitte, es geht doch. Du schaffst das. So, müssen wir eigentlich gleich zur Uni kommen, ne? So, ein bisschen Schwefel, die Schnur nehmen wir auch gerne mit. Mal, ob wir was schon was verbessern können. Ne, im Moment leider nicht. Mein Gott, was ist hier passiert? Ratten sind passiert. Ah, nee. Ratten werfen nicht mit Speeren rum. Dann war es wahrscheinlich die Inquisition. Ich bin fast da. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Das waren keine Ratten. Nee, glaube ich auch nicht, Liliana. Da hast du recht. Oh Gott, die Kranken, sie haben sie abgeschlachtet. Die Ratten, sie haben die Ratten losgelassen. Helf! Ich kann nichts tun. Wer hat die Ratten losgelassen? Kaum zu glauben, sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? Uiha, uiha. Hallo zusammen, sag mal, darf ich dich auch was zu einem anderen Projekt fragen? Zum Beispiel dem DSA-Projekt mit Goddy und so weiter. Sicher, Daedalus, frag mal. Kannst mir ruhig Fragen stellen. So, Episangius. Ihr miesen Biester. Verdammtes Rumgequieke. Was habt ihr euch so Wichtiges zu erzählen? Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch einen Grund zu quieken, glaubt mir. Die machen Hackfleisch aus euch. Ich meine, das wäre... War das Regelwerk 7.0 von DSA? Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Die Fragen, die du mir jetzt gerade stellst. Heldensoftware, haben ein paar von uns. Ich selber nicht. Ich habe das von unserer Spielleiterin bekommen. Mein Charakterbogen. Hat es mir per E-Mail zugesandt. Als wir es fertig gemacht haben. Aber jetzt genau... Also welche Heldensoftware es jetzt ist, weiß ich auch nicht auswendig. Das Odorus. Ich könnte es versuchen. Auf Gegner schießen? Welche Gegner? Ach so, der Gegner.
Es hat funktioniert. Falls für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Oh, jetzt haben die Gegner schon Schilde. Ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Okay, gut. Immer im Lurk noch das Topspiel bei LOL schauen. Das kann ich heute in der Wiederholung ab 19 Uhr nicht anschauen, weil ich da schon im Bett bin. Okay, dann bis gleich. Tuk tuk. Ich mache ja auch gleich eine Pause. Okay, man hätte den natürlich auch noch ablenken können, den Kerl. Toll, und jetzt? Wie kommen wir denn an diesem Rattenchaos hier vorbei? Falls für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Okay, ich versuch mal. Ich könnte die Ratten von der Brücke weglocken. Warum sind sie noch hier? Das Ibisango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hierbleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Okay, wie werden wir die beiden Jungs los? Nein! Aua! Da waren wir ein bisschen zu laut. Wir werden alle krank, wenn wir weiter hierbleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Okay, wir gehen mal hier rum. Aber hier hinten ist noch irgendwas. Das Geräusch, das kam doch von da drüben. Bewegt sich was.
Okay. Jetzt kommen wir an die Sachen dran. Kommt die Ratte hier durch? Ne, die hängt fest. Da geht's auch weiter, ne? Da ist auch ein Weg. Ich glaube, wir müssen hier lang. Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Nur erstmal hinkommen. Das sind ein paar zu viele Ratten. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hierbleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Da drüben ist... So, jetzt ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Hier geht's auf jeden Fall rüber, aber ab hier weiß ich... Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Leichen sind hier auch nicht... Ne, das bringt überhaupt nichts. Das einzige, was etwas bringen würde, wäre das Ding hier. Und da fehlt uns noch etwas Material. Das könnte uns helfen. Da könnten wir nämlich alle Ratten ausschalten. So, erstmal weiter. Hey, du! Es brennt in mir drin! Was soll ich tun? Ich... Was weiß ich? Wasser! Oh nein, trink das nicht! Oh, das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Ja, intelligent war es nicht, das Zeug zu trinken.
Kommen wir darüber? Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. So, betritt die Universität. Oder war das eine Peitsche? Was war das? Nicht bewegen, ich mach's kurz und knapp. Ja, bis später, Sura. Und danke, dass du dabei warst. Ach Mist. Den habe ich gar nicht gesehen. Also wenn wir diesen Weg nehmen, der Weg ist glaube ich auch sicher. Und wer hat uns gerade angegriffen? Okay, den haben wir schon ausgeschaltet, der uns angegriffen hat gerade. So, wir machen einmal hier. Davon brauchen wir auf jeden Fall noch welche. Ja, endlich! Die Universität. Wenn ihr mir bitte folgen wollt. Was zum Teufel machen die da? Die sind schwer gepanzert. Zu riskant. Scheiße.
Ich dachte wirklich, ich hau einem der Alchemisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Na dann. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger. Okay, hier geht's, glaube ich, rein. Jawohl, wir haben es geschafft. Kapitel 10. Der Weg der Rosen. So, ja, auf jeden Fall sehr spannendes Spiel. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? So, aber ich habe ja gerade gesagt, ich muss auch mal was essen. Beziehungsweise ihr habt das gesagt. Und ich bin dazu gewillt, dem auch ein bisschen zuzustimmen. Ja, ich danke erstmal, dass ihr alle dabei wart. Ich werde jetzt, jetzt haben wir 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr. Um 19 Uhr werde ich mit dem Spiel dann weitermachen. Also 2 Stunden Pause. Das ist, glaube ich, akzeptabel. Und dann geht's mit Kapitel 10 weiter. Wer das hier alles verpasst hat, der kann mal gucken. Ich werde ab morgen oder ab übermorgen werde ich die einzelnen Kapitel auf sowohl meinem Kanal, YouTube-Kanal, als auch die Kapitel 2, 3, 4, 5 bis 10, wie auch immer, wie lange das jetzt noch geht, wird auf Games on Air Live dem YouTube-Kanal dann hochgeladen. Gut, also dann erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart und um 19 Uhr geht's dann weiter. Wenn ihr noch Zeit habt und Lust habt, seid ihr alle gerne willkommen. Bis dahin erstmal, ciao, ciao.